Hallo Vanni, wohin Hallo, gehen wir? Zum Tierarzt. Oh, mit ihr. Hallo, hallo, hallo. Ja, ist alles gut. Weil du bekommst nämlich deine Wurmkur, das hätten wir nämlich fast vergessen. Rüber, 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 rüber. Hallo Mi. Mi sieht man gar nicht unter die ganzen Stäbe. Hallo Mi. Mi ist klein, süß, niedlich und putzig. Wa? Guck mal, hier ist die Schnute von Mi. Da ist die Schnute von Mi. Die ist schon voll aufgeregt. Ausnahmsweise mal etwas, das ganz selten bei diesem Vieh ist. Sie ist aufgeregt. Oh. Und Mi bekommt die Pfote verbunden oder sonst irgendwas. Weil die humpelt nämlich. Und das sieht gar nicht gut aus. Und deshalb machen wir jetzt mal ein Tierarztvideo. Och, mein armes Mi. Muffin denkt jetzt bestimmt, nein, die geben mich bestimmt wieder ins Tierheim. Nein, bitte gebt mich nicht ins Tierheim ab. Nein, wir behalten Muffin doch. Die finden wir doch ganz toll. Hilfe! Mi ist im Übrigen das älteste Meerschweinchen, was wir im ganzen Stall haben. Nur, dass ihr es wisst. Oh, ist doch süß. Ja. Aber nicht so süß wie du. Küss mich. Fanny, sie tragen ein Meerschweinchen. Nein. Was? Sie haben ein Meerschweinchen da stehen lassen. Wie unfair ist das denn? Das können sie doch nicht tun. Und ich trage eine völlig verängstigte Katze. Und jetzt gehen wir zu dem Lieblingsarzt meines Vertrauens in Emst in Hagen. Da vorne. Und wenn wir jetzt Glück haben, dürfen wir da sogar filmen drin. Das ist eigentlich das, worauf ich aufbaue. Ich will da ja drin ja filmen. Los. Hallo. 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 So, wir sind jetzt da drin. Mi schlägt sich ganz tapfer und Muffin ist nicht sichtbar. Und hier haben wir zwei kleine Make-up-Zicken. Hallo. Ich habe gehört, ihr mögt absolut keinen Käfig, oder? Nein. Ja, genau. Oh. Muffin hält sich da ganz stolz. Och, ihr kommt doch auch bald raus. Macht euch keine Sorge. So, dann warten wir jetzt noch einen Moment. Muffin geht's gut. Wir sind in der Tierarztpraxis und Muffin geht's gut. Muffin meldet sich auch kein Wort, ne? Meckert auch nicht rum oder sonst irgendwas. Dir ist alles egal. Oh. Oh, armes Mi. Ja. Bald kommt hier der Doktor. Oh, jetzt hat sie sich hingelegt. Mein Gott, ist das niedlich. Wow. Zack. Bleib da. Und was wiegst du? Muffin wiegt 2,8 Kilo. Muffin, sie wiegt 2,8 Kilo. Ja, du, das ist eigentlich für Hunde, glaube ich. Juhu. Oh. Komm, fangen Sie mal eben ein. Mi, mach dir doch keine Sorgen. Dir geht's bald wieder besser. Sag, dass es Mi bald wieder besser geht. Mir geht's bald wieder besser. Hast du gehört? Dir geht's bald wieder besser. So, und jetzt sind wir beim Tierarzt drin. Oh, mag ich alles nicht. Können wir jetzt hier bitte raus? Das ist jetzt Mi. Mi. Genau, das ist Mi. Das ist die mit der Pfote, ja? Ja. Vorne rechts leider. Sehr dick. Hornhautzapfen auch dran. Mhm. Aber man muss hier aufpassen. Die hat hier, die führen zu diesen Entzündungen. Und hier muss man jetzt wirklich aufpassen, dass man über Vaseline, Fettsalben hier das Ganze wieder so ein bisschen weich kriegt. Mi wurde gerade panisch. Gut. Muffin können sie einfach so rausholen, das ist die liebste Katze der Welt. Und die ist mir egal, Katze. Die lief hier schon durch die Praxis. Das ist alles vollkommen. Ne, Muffin? Ein kleines Kätzchen, das heißt, wir brauchen eine halbe von denen. Ne? Ja. Sei froh, dass du noch nicht sprechen kannst. Du schluckst sie schon so runter. Ja. Muffin hat auch immer Hunger, so ist es ja nicht. Kaum ist er aus dem Tierarzt wieder gleich raus, er frisst es schon. Ne? Lass mich hier rein. Und ich meine, Alter. Und es kostete. Ja, die Geheimzahl nehme ich jetzt nicht auf. So, und jetzt haben sie es schon wieder überstanden, oder? Muffin war ja sowieso die tapferste von allen. Ich glaube, Muffin freut sich eigentlich nur, wenn sie jetzt gleich wieder nach Hause kommt und durch die Wohnung rennen kann. Beziehungsweise sich aufs Bett legen kann und gar nichts machen. Und dann wieder nach einer Zeit wieder nach Essen miauzen. Das war's von einmal Tier gehen, bummeln. Sag tschüss. Tschüss.